Da sind wir wieder back to Fallout. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 5 Tage nicht aufgenommen, weil ich so viel vorproduziert hatte. Eine Sekunde, meine Ärmel sind irgendwie. Oh shit, ey. Ich habe so einen Ganzanzug an, so einen Strampler. Das stört mich gerade ein bisschen. Meine Mutter war vor kurzem zu Besuch und hat gemeint: Hey, ich habe hier so ein Jumpsuit für dich, mein Sohn. Die sind schon echt fucking gemütlich, gerade jetzt so im Winter, voll cozy zum Einsnuggeln, aber. Ja, man kann die Ärmel nicht hochkrempeln. Das ist eigentlich. Ich bin zu muskulös, das geht einfach nicht. So, Wassermarsch markiere ich uns mal noch und die Ghoul-Probleme bei der Oberland Station. Wie können wir da direkt hin? Mit Rechtsklick? Nein. Linksklick? Nein. Achso, da unten auf Karte anzeigen. Ja, ich bin natürlich so ein bisschen behindert. Ah, warte mal. Gott, ist das weit weg. Wir haben ja hier das Roboter-Entsorgungsgelände noch nicht untersucht gehabt. Wartet mal. Ich wollte, dass überall der Haken dran ist. Ihr wisst schon, abgeschlossen. Gehen wir nochmal kurz hin. Ja, ich habe lange nicht aufgenommen, kann euch aber jetzt sagen, ich wollte diese Wissenschaft hinter den Fusionskernen, wollte ich euch verlinken, das Video dazu. Und ich habe es bei Folge 12 und bei Folge 13 verlinkt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann. Okay, so das. Dann schaut da auf jeden Fall mal hinein. So, wir haben uns das Terminal schon angeschaut, ne? Haben wir da auch den Ding rausgenommen? Sorry, dass ich das nochmal ganz kurz hier auf Tab. Ne, auf Tab geht man raus. Ah, Dog Meat, sagt doch was. Ich meine, Kevin. Ihr habt gemeint, euch gefällt Kevin gar nicht so gut. Also der Name, Kevin. Ja! Und mir wurde geschrieben, ich übersehe noch zu viel. Es ist so ein bisschen, also zur Hälfte sicherlich, weil ich verpeilt bin, natürlich. Also weil ich tatsächlich die Sachen übersehe, da gibt es keine Ausrede. Und die andere Hälfte ist, weil ich euch nicht so extrem langweilen will. Aber dann ist mir wieder eingefallen, das hier ist ja unsere familiäre Kuschelstunde. Wir sind da jetzt hier ganz gemütlich so unter uns. Und das ist halt einfach auch dann vielleicht mal eine etwas langwierigere. Kevin, wie er da guckt, das ist eine etwas langwierigere Sache. Und da kann es halt mal passieren, dass ich jetzt hier so ein Ding aufhebe und Kevin auf den Kopf lege. Ja? Das passiert halt einfach. Und wenn es dann ein paar Minuten länger dauert, dann ist es halt so. Ich weiß, es macht euch ja gar nichts aus. Hier geht es jetzt nicht um diese nonstop-unterhaltungslachende Geschichte und alle sind total am Ausrasten. Sondern es geht auch mal darum, dass man so einen Teil angreift hier. Nicht. Oder vielleicht. Das war ein Warnschuss. Oh, Scheiße, Kevin! Er sagt noch nicht mal irgendwas von wegen. Au, hören Sie auf. Er legt einfach direkt los. Fuck. Okay, ich kann die Ärmel doch hochziehen. Da schnüren sich ja meine. Nein, da schnüren sich meine Arme ab. Scheiße. Mein Freund, das war ein Warnschuss, dass du das weißt, gell? Oh, schon wieder, ne? Mhm. Dass wir uns da richtig verstehen. Kevin weiß und tot, wenn er was macht. Dann trete ich dir in deine Metalleier. Was sagst du dazu, Dummbatz? Ich möchte, dass das hier abgeschlossen, dass es als abgeschlossen gilt. Wir haben doch alle Ratten schon gekillt, diese Mole Rats, wie heißen sie? Maulwurfsratten. Die haben wir doch alle schon gepfistet. Warum wirkt das, gilt. Ach, wegen dem Tor, logisch! Ja, sicher, Bethesda. Es geht einfach durch den Dreckhaufen durch. Ich verstehe schon. Das ist halt einfach Buggy, das Spiel, ne? So, ist es jetzt vielleicht als abgehakt? Wollt ihr mich gerade rollen? Ganz still und stumm. Wir können den Roboter auch befehligen. Und zwar, passt auf, bei Diverse ist es, glaube ich. Da. Wir können den irgendwo hinschicken. Dieser von zensiert, in Auftrag von zensiert hergestellte Prototyp, zensiert, bla bla bla. Das haben wir alles schon gelesen. Wachbord deaktivieren, Verteidigungsprotokoll aktivieren, Selbstzerstörung einleiten, Informationen. So. Falls ihr kein Mitglied. Okay. Man kann so ein Verteidigungsprotokoll aktivieren. Und dann können wir hier auswählen, genau. Verschiedene US-Militäranlagen in der Nähe benötigen zurzeit Hilfe. Defensivprotokoll für welche Militäranlage aktivieren? Für das USAF Olivia verteidigen Dingens oder Kontrollpunkt Südboston oder Satellitenstation Revere oder Fort Hagen. Das heißt, wir können ihn nicht jetzt, aber später, falls wir hier irgendwas mal angreifen oder auch verteidigen müssen, da können wir ihn dann mitnehmen. Der rastet dann einfach ordentlich aus und hilft uns. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt als abgeschlossen zählt, falls nicht. Dann können sie uns gerade mal sowas von die Puppe schmatzen. Irgendwann ist ja auch immer gut. So. Tempines Buff. Wart ihr eigentlich zufrieden? War da alles da? Wartet, man kann auf Werkstätten gehen. Genau. Tempines, da fehlt Schutz. Ach so, ja, weil ich da noch keine Handelsroute habe. Und mir hat jemand gesagt, man bräuchte keine. Nee, es wurde nicht gesagt, man braucht keine Handelsrouten, aber es wurde gesagt, man hat automatisch die Dinge, die abgelegt sind in der. Ihr wisst schon, da wo man auch baut, in der Werkbank, die werden automatisch überall. Aber da muss ich fast
widersprechen irgendwie. Ich glaube, dass es nicht so ist. Dafür sind die Handelsrouten ja da, dass man eben, weil man eben nicht von Anfang an alle Ressourcen in jedem Puff hat, sondern erstmal die Handelsrouten von Puff A zu Puff B benötigt, um... Aha. Stopp. Sie ist die alt und du bist auch so... Hey. Voll die alten Leute. Alter, wir beschäftigen... Naja, lieber alte Leute wie Kinder, oder? Na, ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt hier rangehe, dann müsste hier sau viel Zeug drin sein. Warte mal. Nee, das ist es nicht. Im anderen ist es deutlich mehr. Vor allem kann ich hier, wenn ich jetzt hier auf Bauen gehe, V gedrückt halten oder Mausrad gedrückt halten, und ich jetzt hier auf Bauen gehe und jetzt hier was bei der Verteidigung bauen möchte, Schutz, dann sieht man, ich kann, wartet mal, so ein, ich kann noch nicht mal einen Geschützturm bauen, aber drüben in Sanctuary, Very Perry, hätte ich irgendwie 6 bauen können oder so. Also ich würde sagen, es ist eindeutig, dass sich die Sachen nicht übertragen, sondern erst, wenn wir die Handelsroute haben. Ihr habt gesagt, ihr wollt ein Hochstand, ein Gerüst. Ihr wollt ein Gerüst? Nee, nicht. Ha, wo war jetzt dieses Gerüst? Da, Gerüst. Gott, wie einfach. Ihr wollt ein Gerüst und da soll ich ein Geschütz draufstellen. Oder halt was anderes. Ich baue das Gerüst mal. Man kann nicht rennen in dem Modus. Das sackt immer noch so ein bisschen. Ich baue es mal hier hin. Hier. Ah, fuck, mit E. So. Stehst du auch gut, Gerüstchen? Ah, nein! Ah, gut, man kommt noch an die Pumpe dran, ne? Die kann ich den... Fuck, nein. Kann ich den irgendwie... So. Ich stell den mal weg. Ich stell den hier drüben hin. Ich hab den gerade so blöd, der ist so close. Kann ich den weg... Na, egal. So. Und jetzt können wir hier hoch. Und dann kann man hier ultra krass verteidigen. Wir haben so viel Stahl verbraucht, Leute. Gute Idee. Habt ihr eine gute Idee gehabt? Nee, war schon wirklich nice. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich habe auch ganz unzählig viele Waffenvorschläge von euch bekommen, wie wir die Waffen nennen sollen und sowas. Finde ich sehr edel. Kann man jetzt hier so einen Wachposten drauf? You can stellar wack pasten on this, am I go? This is my perfect English. Warum kann ich das eine nicht bauen? Egal. Oh yeah, mofo. Wahrscheinlich bringt das überhaupt gar nichts, weil die von hier oben nichts treffen. Aber ich stelle es einfach mal dahin. Wir können das dann noch umbauen. Das ist nice. Guck dich das an. Es sieht schon cool aus, auf jeden Fall. So, achso, ich muss noch jemanden zuordnen. Wie viele Leute sind hier? 2. Und wahrscheinlich beide mit der Ernte beschäftigt, ne? So wie ich euch kenne. Halt. Oh, warte mal. Wachposten? Achso, bauen. Ich bin noch im Bauding. Ich bin dumm. I'm so darn. Da ist die Frau. Wo ist ihr Mann? Ich nehme sie einfach mal. Befehligen. Warum steht der Enter, wenn es auch mit E geht? Das finde ich so ein bisschen verwirrend. Jetzt schicke ich sie hier hoch. Dann müsste das plus 2 Wach geben. Wachschutz. Verstehe. Achtung. Bam, zugewiesen. Es ist so sicher. Kommst du auch hier hoch? Hey, Girl. Hör, wie sie da steht. Tja, das da oben ist jetzt mein Posten. Wie komme ich da hoch? Geh mal hoch. Geh hoch. Okay. Mir ist eigentlich egal, von wo aus sie das Ganze hier bewacht, solange wir hier die Wachbepostung auf jeden Fall am Start haben. Das nächste Kaff, wo wir noch nicht durch waren, fällt mir gerade ein, war Concord. Und zwar gibt es da noch... Zwei Expertenschlösser, die wir öffnen können. Und ich weiß noch, glaube ich, wo sie sind. Ich glaube, ich weiß noch, wo sie sind. Ah, es läuft im Moment wieder richtig nice. Letztens kam mir das Update, dabei ist die CSGO raus. Und das hat wirklich ziemlich viel Ding auf den Kanal gezogen, mal wieder. Also Aufmerksamkeit. Das war echt eine nette Sache. Was war denn das? Was ist denn da gerade für ein Stück Code rumgeflogen? Kevin, was war das, Kevin? Muss ich jetzt Angst haben? Ich muss mich nur noch mal kurz direkt finden. Da oben ist er. Das ist er. Ist er das? Ist er das? Ne Jazz. I'm so good right now. I'm so good at this. Oh! Ich habe noch nicht mal eine Hairklammer verbrickt. Das will ich. Ich will das Impro-Gewehr. Und eine Boots und ein Motorcycle. Ah! Ah! Das haben wir schon. Sehr gut. Ich verpasse nämlich gar nichts, Leute. Lügt man nicht so viel rum. Ich übersehe kein bisschen was. Denn ich bin Mr. Shizzle Whistle. Ich glaube, hier oben war auch nur irgendwo was. Hier. Kevin, kannst du mal kurz bellen, wenn hier was ist? Kiff, kiff. Käffchen. Kevelino. Kevin Dino. Ne, nicht nur ein Bellen. Also. Ach, Kevin, hier ist gar nichts. Du bist so ein... Tum Pablo. Ich könnte schwören, hier war noch.
Ach, das ist eine Krähe. Ha! Keine Krähen in meinem District, Bitch. War hier noch was drin? Ah, ich glaube, da war's. Ne. Oder vielleicht. Kevin, bell doch bitte mal kurz, wenn es hier warm wird. Bell zumindest mal, falls es hier gerade irgendwie warm wird. Kevin, ich höre nur irgendwelche komischen Schweine in der weiten Ferne rumgrunzen. Aber dich höre ich nicht, Kev. I can't hear you, Kiwi. Kevin. Ah, da ist noch so ein Polowski Bunker. Atombunker für die kleinen Herren. Sind die Häuser alle unbegehbar? Ach ja, bezüglich, da drüben kann man rein. Bezüglich der Mods, ihr habt mich jetzt gefragt, wie sieht's denn aus? Wann machst du die und welche und hin und her? Also ich weiß, dass ich mir dafür erstmal so ein Mod-Ding runterladen muss. Ne? So ein Ding, das mir dann die Mods gescheit installiert. Ich dachte, ich könnte das hier intern machen über dieses Spiel, aber es geht nicht und dadurch... Schirmlose Lampe? Ah, ne. Kristall brauchen wir, fällt mir gerade ein. Und dadurch... Kevin! Und dadurch hat er so einen leichten Rückschlag erlebt. Ich dachte, da ist er. Ich dachte, ich kann einfach... Ich kann halt einfach die Sache... Kevin, hast du eine Waffe im Maul? Der wollte mich gerade erschießen. What? Wo ist die jetzt? Hast du die jetzt im Arsch stecken oder was? Kevin, warte mal. Hey. Hey, Kev. Bitte, Kevin, der sammelt Waffen? What the f... Was hat unser Scharfschützengewehr? 42. Kevin, was hat deins? Kevin, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du einfach nur zu stark auf den Kopf gefallen bist oder blind überall bist. Das ist doch scheiße, was du da machst, Kevin. Schlechte Waffen. Sehr schlechte Waffen. So, öffnen wir. Bisschen safe. Gleiches Livestream. Heute ist wieder... Was ist denn heute für ein Tag? Donnerstag. Ihr wisst ja, jeden Dienstag gehen dann... euch muss ich ja nicht sagen. Ich glaube, die Leute, die hier zugucken, sind wirklich der harte Kern. Also der ganz knallharte Kern, weil hier nicht... Ja, weil hier nicht geschnitten wird, weil hier... Also, ja, es ist wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, wie so eine kleine Familienfeier. Grundsätzlich jedes Mal, Kevin, nicht blocken. Kevin. Kevin. Kevin! Fuck! Das wollte ich überhaupt gar nicht. Oh Gott, Amnesty International oder wie sie heißen. Dynasty, Kinder, Panda, Bären, Zuchtverein. Jetzt fangen sie mich, jetzt haben sie mich. Shit. Kev, was ist hier mit dem Wetter los? Also, ich weiß eins. Hier waren wir noch nicht drin. Oh Gott. Das ist voll der böse Gegner, der da. Der ist total krass. Guck mal, die Schnut. Alter, geht er ab. Ich gehe noch in die Church. Ne, hier waren wir schon. Ich weiß noch, da wollte ich dann irgendwie... Ich weiß nicht, was ich machen wollte, aber ich wollte speichern oder schlafen oder sowas. Na, ich gehe trotzdem kurz hoch. Ich sag mir selbst, geh da nicht rein. Ich weiß, du warst hier schon, aber ich gehe trotzdem rein. Lombe, kann ich mit... There it is! Das ist einfach bei Fallout. Das ist es einfach. Die Intuition treibt dich in den... Ja. In den Spaß. Cool. Oh, das ist so amazing hier. Oh my god. Nein. Mehr brauche ich nicht. Ha, ich drücke heute gar nicht so oft auf Escape wie letztes Mal, ne? Weil ich nämlich gar nicht mehr so darm bin. Es ist halt blöd. Ich habe mittelmäßig... Also, was... Ich kann wirklich, wenn ich viel spielen sage, dann heißt es im Vergleich zu früher viel spielen wirklich gar nichts. Also, ich habe die letzten paar Wochen ein bisschen The Witcher gespielt und da geht man halt aus allem mit Escape raus. Und hier halt mit Tab. Ich hänge den jetzt da auf, dass jeder weiß, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Sonst hängen wir... Kevin, heb das bitte auf. Wir wollen nicht, dass die Ampel hier irgendwie außer Betrieb gerät. Das wird ein Warnmal sein. Halt. Okay. Puh, gehen wir rein. Ich kann mal ganz... Ah, nee, ich lese jetzt nicht die ganzen Waffennamen, Vorschläge vor, vor allem, weil es hier zu dunkel ist. Warte, das, was ich sehen kann. Lümmelkeule für eine Melee-Waffe von Hans Wiegler. Und den Fatman soll ich Gustl-Wurschtler nennen. Und Silver McCash sagt... Ah, das habe ich mir nicht fertig aufgeschrieben. Eine Impro-Pistole soll ich Ludger Luger nennen. Auch nicht schlecht. Also wir haben viel zu tun und vor allem habt ihr mir die Augen geöffnet. Ich habe komplett vergessen, dass ich meinen Hänselin und Hänselin ja einfach den Scheiß geben kann, also Waffen geben kann, den ganzen Siedlern. Anstatt die ganzen geilen Wurm zu verkaufen oder zu verschaffen für ein paar Stahl, sollte ich die eher mal an die Leute abdrücken, dass die dann ein bisschen was am Start haben. Oh fuck, I hit her. I hit her. I did not hit her. I did not.
Wo ist denn der Lautsprecher? Hör auf. Hört auf. Ich will das nicht hören. Das ist so gewalttätig für mich. Halt. Okay. Meine Freundin und ich waren vor nicht allzu langer Zeit in der Nähe von Cuxhaven im Auswandererhaus, heißt es, glaube ich. Ja, Auswandererhaus. Und da erlebt man so ein bisschen wie hier, das ist ein Museum, man erlebt so ein bisschen wie hier so ein interaktives Museum. Man wird reingelassen zu x Leuten, dann wird die Tür geschlossen und dann geht man durch. Das ist mit Figuren, die überall rumstehen, mit Sound und so weiter und so fort. Und das Coole war, dass meine Freundin und ich reingingen und hinter uns wurde die Tür direkt zugemacht. Wir waren nur zu zweit. Das war richtig, richtig edel. Keine anderen Bangert, die rumnerven. Und ja, es war einfach authentisch, es war echt cool gemacht. Eine richtig coole Sache. Es ist aber nicht in Cuxhaven, sondern da... Was ist denn daneben dran? Was ist denn daneben dran? Was ist da mit dabei? Kevin, dass du mir das nicht gesagt hast, dass hier noch Zeug rum... Oh, oh, alle Mädchen, die gerade zugucken. Oh. Kevin, ist der Backstempel? Ist dieser? Nee. Nee, da ist nichts. Aber hier unten haben wir bestimmt noch was vergessen. Nicht. Ja, ich will einfach alles abdecken, dass wir wirklich auch jede Location erstens natürlich, beziehungsweise A, nach allen Dingen abgefarmt haben und B, dass wir nichts Wichtiges verpassen, also keine, vielleicht eine Quest, die man jetzt dann doch irgendwie anfangen könnte in der Geheimhaltung und so weiter und so fort. Also ich nehme übrigens nicht alles zu 100% mit. Ich packe jetzt nur gerade alles ein, weil wir, glaube ich, noch ziemlich leer sind, oder? Oh, Mittel. Aber natürlich, geht das nicht grundsätzlich. Außer, auf der anderen Seite, wir sind jetzt ja gerade hier, um... Ja, wir haben einen Wecker gefunden, der war angezeigt. Es sagt bloß, da sind Kristalle drin. Wir sind jetzt ja gerade hier, um zu looten und um eben den ganzen Kram fertig zu machen. Ja. Das... Alles gehört? Macht das Geräusch? Hä? Es hört jemand klopfen. Es hat ja irgendeine Frau gemeint, dass sie rumliegt, ne? Dass sie sich versteckt hat in diesem Haus. Oh shit. Voll gruselig. The Sound. Und die hatten wir auch noch nicht gefunden, ne? Die versteckelte Frau. Auch, also auch noch keinen passenden Leichnam dazu. Oder die... Oh, ich wollte gerade sagen, wer pfeift denn da? Oder die Story dahinter. Na gut, die Story dahinter haben wir ja gelesen. Ah, shit. Kevin, Vorsicht, Kevin. Oh, scheiße, Kevin. Es geht in die Luft. Oh! Oh, Kev. Oh, das wär ultra nice geworden. Wisst ihr, die beiden standen da ja rechts. Peng. Und dann sind die total... Kevin. Wir machen... Ja, es tut weh, ne? Wenn man nicht aufpasst. Augen auf grundsätzlich, Kev. Augen auf. Straßenverkehr. Ich bin so patriotistisch noch hier in dem Spiel. Das ist abnormal. Okay. Nuki Coley. Da ist auch noch was drin. Ja. Kevin, ich habe sogar noch einen Schädel für dich gefunden zum Spielen. Da waren wir sowas von nicht drin. Na doch. Was we in here? Where? Jawohl, wir haben noch irgendwas gefunden mit Dingen. Wir haben sowas von Kristallfeuerzeug gerade eben gefunden. Ich glaube, Plastik ist auch eher unwichtig. Kevin, hast du nicht auch etwas Angst? Der rafft einfach gar nichts. Er läuft da rum. Ist halt ein Hund. Chillt. Sein Leben. Kiff. Da habe ich durchgeschossen. So, hier war das hier. Kurz mal richtig speichern. Ihr wisst ja, man kann nie wissen, dass man was weiß, wenn man es weiß. Während man das weiß. A mug. There is a mug. Ist eigentlich für euch cool, wenn ich es auf Deutsch spiele? Oder dass ich es auf Deutsch spiele? Ja, ne? Ich habe es extra für euch auf Deutsch gestellt, weil ich dachte, komm, wir sind hier auf dem deutschen Kanal. Wobei ich an sich eben die Spiele grundsätzlich alle auf Englisch spiele, vor allem, weil ich auch Steam auf Englisch habe und so weiter und so fort. Aber Fallout habe ich auf der Konsole auch auf Deutsch gespielt, deswegen ist es für mich auch das Gewohnte. Das kennen sicherlich viele, auch wenn man weiß, dass vielleicht jetzt die und diese Serie auf Englisch oder auf Deutsch oder wie auch immer besser wäre. Das interessiert einen da nicht großartig, weil man mit der Sprachausgabe, mit der man diese Serie zum Beispiel kennengelernt hat, oh shit, we are to swear. Das ist einfach dann das Liebling. Das ist die Lieblingsgeschichte. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Tja, Kevin, jetzt haben wir halt folgende Problematik. Du musst unseren ganzen Scheiß tragen. Oh, komm, jetzt block uns doch nicht. Nice. Hey. Don't open the door, Corvin? Corvin Klein, wie viel kann der tragen? Ich gebe ihm jetzt den ganzen Schrott. Kevin nimmt so viel.
Ja. Der kann sau viel tragen, what the fuck? Er hat einfach eine... Kevin, willst du vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Rüstung oder so? Guck, wieder guckt. Ja, Meister. Schieb mir den Kram in meine Taschen. Er hat seitlich Taschen. Leute, was denkt ihr bitte schön? Hallo? Das ist so Satteltaschen wie bei einem Pferd. Hat Kevin auch. Halt eher hinten rum. Und jetzt wäre hier eigentlich ein Schnitt. Normalerweise. Wenn man dann so einen Gag gemacht hat, zack, und dann geht das schnell weiter. Haha, aber jetzt steht er halt einfach im Raum. Und stinkt vor sich hin. Das wundert mich echt. Also ich könnte schwören, auf der Xbox waren solche Sachen wirklich nicht allzu lange. Das Laden geht hier schneller. Also Spiel laden, Spiel speichern. Aber das Ein- und Austreten wirkt fast langsamer als auf der Konsole. Das ist doch irgendwie nicht möglich. Naja, müssen wir jetzt kommen. Gehen wir halt Monai wieder und gehen noch Nuff. Wo ist die Frau? Wo ist bitte schon die Frau? Weiß jemand, wo diese Frau ist, die gesagt hat, ich versteck mich in dem, da, in dem einen Raum. Wenn ihr mich findet, ich hab eine Waffe. Wenn ihr sterben wollt, kommt zu mir rein. Wenn ihr mich retten wollt, kommt zu mir rein. Wahrscheinlich ist er da oben. Ah ne, da ist er, der Verdi Bird abgestürzt. Warte kurz. Nee. Ich dachte ganz kurz, alles cool. Ich dachte ganz kurz, unter uns wäre vielleicht. Wären wir vielleicht noch nicht gelaufen. Aber doch, natürlich. Ja, sorry. Ja, genau, das haben wir alles schon gemacht. Kann man die Frau gar nicht finden oder ist sie in einem anderen Gebäude? Wir müssen vielleicht den Text nochmal kurz durchlesen. Das hätte mich jetzt schon interessiert. Ich glaube, die habe ich. Darüber habe ich ein paar Mal nachgedacht, wenn ich hier die Spiele so für mich selbst gespielt habe. Und ich habe sie, glaube ich, nie gefunden. Oder nie bewusst. Ich weiß es nicht. Ein bisschen öffnen, ist so hot. So fucking hart. Ich muss jetzt das Ding für den Stream, glaube ich, ausziehen. Das ist zu krass. It's too crikey. This is too crikey. Yeah. I need Mo, Kevin. Need Mo. Vielleicht ist sie hier drin irgendwo. Also, vielleicht war sie hier. Also, wenn sie echt hier war und das Ding ist auf sie abgestürzt. Aber dann aber Brustmahlzeit mit der. Dann aber Brustmahlzeit. Kennt ihr Leute, die sowas sagen? Aber dann aber Brustmahlzeit. Eher so ältere, ne? Ich glaube, Junge sagen das nicht. Wollen hatte mal... Oh, das sieht aber wirklich aus wie Bethesda. Was habt ihr denn da gemacht? Wollen hat erzählt, er hatte mal jemanden auf der Arbeit, so einen ganz jungen Burschen, der solche... Ja, so die alten Sprichwörter gebracht hat. Solche... nimm den Hebel und man schafft mit der Hebelwirkung und hin und her. Ich kenne die nicht auswendig, diese Sachen. Aber sowas, was eigentlich nur ein Meister sagen würde, ne? Und da kommt da so ein kleiner Stift angesprungen und kommt mit diesen... Mit diesen Reden. Ich weiß gerade nicht, ob, wo diese Frau sein soll. Also wenn sie sich jetzt nicht hier in so ein Rohr reingequetscht hat, ist sie einfach nicht da. I can't find these women. Maybe these women. Oder wie Putz sagen würde, the women. Ist nicht they. Und jetzt kann ich hier auch nicht unbeschadet runterspringen, weil ich keine verkackte Rüstung anhabe, ne? Let's try this shit. Kevin, I need your help, Kevin. Kevin, es hat saumäßig wehgetan. Wo war deine Hilfe? Ich dachte kurz, er steht jetzt da oben und guckt runter. Und lacht. Wie so ein dreckiger Sack. Na komm, dann liefern wir mal den Zeug ab und können vielleicht noch ein, zwei Wummen umbenennen. Ja. Ja, ihr könnt trotzdem gerne hier nochmal ganz explizit schreiben, ob ihr jetzt solche Folgen schlimm findet. Wenn ich halt jetzt, ja, so wie gerade eben, rumloote und jetzt nicht zwingend im Gefecht bin. Weil ich tatsächlich alles eigentlich abfilmen will. Auch wenn ich mal halt, ja, so genau sowas mache. Was jetzt nicht ultra spannend ist. Ich würde nämlich Steak Intra Siren. So. Kevin, ich brauch deinen Scheiß. Kevin, okay. Da her, mein Freund. Da her. Gut. So, diesmal. Ja. Wollte er mich gerade beißen? Der freche Bock. Ja, ich nehme einfach alles. Alles nehmen. Ja, ich will alles nehmen. Auch den Müll von dem Kevin will ich nehmen, okay? Oh. Ah, ich muss doch ganz wichtig den Rat von euch befolgen. Ich soll auf jeden Fall und das, ja, das. Die Fusionskerne. Die muss ich rausnehmen. Das war so geplant. Ich wollte da reingehen. Und ich wollte kurz die Mama Murphy erschrecken. Nicht. Zeitverschwendung. Das ist poor Sid Verschwending. Ich soll die Fusionskerne rausholen. Da habt ihr vollkommen recht. Ich hatte nämlich auch schon mal die Problematik, dass meine Rüstungen weg waren. Aber ich dachte, fuck, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Ich habe sogar mal ein Haus gebaut, dass man nicht rein konnte und trotzdem waren die weg. Scheinbar haben die sich reingeklitscht oder so, die Leute. Und dann gehen die, wenn die angegriffen werden, steigen die in die Rüstung und kämpfen damit. Und dann stellen sie so entweder irgendwo ab oder rennen halt damit ewig rum. Das ist echt, das ist scheiße. Ja, wo legen wir denn die Kerne hin? Ich geh mal kurz pennen.
erstmal eine Stunde. Wir brauchen noch extra ein Kernversteck. Das kann ich sofort erkennen, die Problematik, die sich daraus ergibt, wenn wir kein Kernversteck haben. Kevin, wir brauchen einen Behälter. Und zwar einen atomar verseuchten Behälter. Kevin, Behälter. Kevin. Oh. Hey, this acting shrink looks so neat. Wir nehmen den Wäschekorb. Can't I do this on the wall? Nee. Oder soll man einen Spind nehmen? Komm, wir machen sie einfach hier unten rein. Schön nah ans Bett. Falls sie strahlen, dass wir das auch nachts abbekommen. Nicht nur, wenn wir dran stehen. So. Fusion cores, you can go in there if you want. Oh, ich weiß gar nicht, wo die sind. Wahrscheinlich bei Hilfsmittel oder bei Diverses. Bei F wie Funktions... Oder ist es bei Schrott dabei? Oder bei F? Wo ist das dabei? Leute! Ich habe keine Ahnung, wo Fusionskerne sind. Inventar. Hier müssen sich ja irgendwo sehen. Und zwar bei F. Da sind sie ja. Ah, die zählen... Natürlich, die zählen als Munition. I'm so dorm right now. I'm so dorm. Das sind scheinbar ganz spezielle Fusionskerne. Achso, die sind schon angebraucht. Die sind schon angebraucht. Ach Gott. Ach Gott, Mensch. Dagobert. Mensch, ey. Gut. Und jetzt will ich noch kurz aufs Ende hin irgendwo total ballern. Wir haben ja nur vorhin ganz kurz den einen Roboter da angeschossen. Das ist halt langweilig, ne? Ich will natürlich, das ist ganz klar, hier mal ordentlich kacken. Krass, wie weit wir schon waren. Mal gucken, ob wir hier wieder einen Bug bekommen. Ja, mal gucken, ob wir einen Bug bekommen hier. Ne? Ja, 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 ja. Ich habe die Waffe nicht abgelegt, ich bin so dumm. Egal. I want this big. Das war nämlich leicht kotig mit diesem Abstürzen. Es gibt da wohl einige Memory Bugs, von denen wusste ich natürlich bis jetzt nicht, weil ich hier Sachen grundsätzlich auf der Konsole gespielt habe und da gab es sowas nicht. Da ist einfach alles, einfach gelaufen. Ohne das jetzt in den Himmel heben zu wollen, ne, von wegen FPS und so. Klar, ist natürlich nicht vergleichbar. Warte mal. Hallo? Oh Gott, spawnen die nicht nochmal? Ich geh mal kurz rein. Würde mich jetzt wundern, wenn die einfach alle weg wären. Also normalerweise spawnen doch die Leute irgendwann wieder neu. Mit Defi. Ich will nämlich noch Massaker machen. Lecker Massaker. Oh, krass. Okay, ich geh erstmal kurz rein und guck nach einem Massaker. Was war das? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht war ich das ja. Warte kurz, wir haben ja Wets. Peng, 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 peng. Boom! Hatschidi. Oh, shit. Oh, fucking shit. Oh, ich bin... Guck mal, der trifft gar nicht. Ja, so sieht es nicht aus, wenn man trifft. Hast du es gemerkt? So fühlt es sich an, wenn man trifft. Warte kurz. Wo ist unsere Keule? Das Ding nennen wir dann den Schniedler, oder wie es war. Batsch, Alter, Batsch. Ei, au! Don't shoot at me like this, please. It do so way. Das macht mir so weh. Halt, den können wir auch mitnehmen. Der hat wichtiges Zeug dabei. Der Lösche. Oh nein, habt ihr Kevin verletzt? Ich komme schon. Kevin kommt zu mir gerannt. Die haben mir weh gemacht. Ja, ich bin da. Hit it! Bam! Hä? Hab ich jetzt geschlagen? Kevin oder was? Guck mal, er hält ihn schon fest. Ich brauche diesen Skill gar nicht. Ich nehme jetzt keine Leguan-Bissen mit. Die machen so fett. Ich trinke mal schnell was. Lecker. Radioaktive Verschissung. Löscher, wie viel können wir noch mitnehmen? Ah, jetzt sind wir in diesem Bereich, wo wir schon ziemlich viel gepfistet haben. Es kann sein, dass hier vielleicht gar keiner mehr da ist. Ja, guck mal, da liegen die Leichen noch rum. Mensch, wenn die sind irgendwie schneller respawned. Oder halt überhaupt, dass die Leute respawnen eigentlich. Warum sind die hier nicht respawned? Mir macht es gar nicht so viel aus gerade, weil wir haben eh noch 8. Also in Fallout gibt es 100 Tonnen zu tun. 100 Tonnen an Kram, den man machen kann. Es ist jetzt erstmal fürs Erste nicht schlimm, dass die nicht so schnell wiederkommen. Aber irgendwann hoffe ich doch, dass die dann respawnen und hier wieder Leute drin sind, die man dann metzeln könnte. Falls man Bock hat. Naja, komm. Kevin! Dann will ich noch ganz geschwind... Halt, ne? Da oben lang. Kevin!
Ich weiß nämlich noch, dass hier oben auf dem Dach eine Wackelpuppe ist oder irgendwas ähnliches, irgendwas Vergleichbares. Da müssen wir jetzt halt ganz kurz ein bisschen überziehen. Sorry, ich weiß, ihr hasst es, wenn es noch weitergeht. Ihr wollt am liebsten genau pünktlich Schluss machen. Aber ich muss halt das jetzt noch machen. Ja, ich weiß, ich ziehe jetzt den gesamten Hass der Community auf mich. La 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 la, come on. Ha! Ja, weil das will ich noch haben. Ganz, ganz, ganz oben drauf liegt da was rum. Sticks in die Nähe. Das Laden ist schon merkwürdig. Oh, wieso ist das eigentlich? Jetzt kommt doch gleich mein Grillfriend. Mein Kumpel zum Grillen. Mein Mädchen ist jetzt gleich, da hat sie schon was geschrieben, ey. Nicht, dass sie jetzt hier reinstürmt. Die Aufnahme schreit, die ist doch komplett umgeschnitten, das hört man ja dann. Das wäre so peinlich, ne? So. Ach ja, euch habe ich noch gar nicht gefistet, ne? Weil ich ja hier diesen Bug hatte. Hallo. Oh, jetzt geht's ab! Ja, correctly. Oh, mein Arm! Tja, ich würde mir lieber mal um die Beine Sorgen machen, die ich die abgehakt habe. Ich will deine Kartoffelchips nicht. Aber so ein Emailia-Eimer, die sind gut. Es ist wichtiges Zeug drin. Ich bleib noch hier rum. Dose. Nehme ich die halt auch mit. Ich weiß nicht, ob ich schon dieses Headbobbing angesprochen habe. Mir kommt das hier einfach irgendwie komisch vor. Kann man das irgendwie ausstellen? Sicherlich, ne? Ich meine, wir sind ja auf dem PC. Das ist echt ein Riesenvorteil gegenüber der Konsole. Hier kannst du eigentlich alles über eine Konsole ausschalten. Da ist irgendwas, ne? Oh. Ach so, die Lichter. Ich hoffe, dass hier zumindest irgendwas war. War hier nicht irgendwas ganz oben? Dann am Ende? Da? Ich glaube, da ist irgendwas. Hier sind auf jeden Fall Leichen, oder? Von den Leuten, die ich zerfistet habe. Scheinbar doch nicht. Die wurden schon aufgefuttert von den ganzen Krähen. Aha! Ich wusste es doch. Reparaturwackelpuppe! Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Oh yeah. Ja, und noch so Zeug. Kann ich noch was... Oh, wir sind irgendwie voll. Kevin, we are so full, Kevin. Ich springe jetzt da runter. Soll ich ins Wasser springen? Überleben wir dann? Warte, das mache ich gleich am Ende. Ganz kurz noch hier. Also, warte. Ist hier drüben noch irgendwas Geiles? Hallo. Is here something geil? Sind da noch Leute? Nö. Okay, da geht's nur noch runter. Ich springe ins Wasser. So zum Ende hin. Ich hab mich kurz erschreckt, aber... Es war nur Kevin, der hat mal wieder einen kleinen Kamikaze-Sprung gemacht. Hat das der Mann da vorne. Das ist bestimmt Grey Garden da. Obwohl Grey Garden ist, glaube ich, eher hier. Ach, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Aber wir können gespannt sein. Let's jump the shit. Speichern. Nicht vergessen, Leute. Ganz wichtig. Und. Nicht sterben. Plus 10, what the fuck? Plus 10 Rad, aber das war mal eine krasse Abkürzung, nicht wahr, Kevin? Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns ja bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.